Trauerprozession für den Ministerpräsidenten der polnischen Exilregierung, Władysław Sikorski, am 16. Juli 1943 im britischen Newark. Um den tödlichen Flugzeugabsturz Sikorskis und seines Stabes bei Gibraltar ranken sich bis heute lebhafte Spekulationen. Wurde er das Opfer sowjetischer Sabotage, nachdem er Aufklärung über die Massenmorde an polnischen Offizieren in Katyn verlangt hatte? Waren gar der britische Geheimdienst oder Premierminister Winston Churchill persönlich involviert? Sicher ist, dass der Patriot Sikorski vehement für die territoriale Integrität seiner Heimat eintrat, die nicht nur durch das Großdeutsche Reich, sondern auch durch die Gebietsansprüche der Sowjets bedroht wurde. Der Konflikt mit Stalin, aber auch mit den westlichen Führern, war mithin unausweichlich. Vielleicht ist es bezeichnend, dass Churchill in seiner Ansprache an die polnische Exilarmee den Verstorbenen als Soldaten, Kameraden und Verbündeten rühmte. Bei der Abfassung seiner Memoiren aber befand er dessen Tod als nicht der Erwähnung wert.